Wie oft haben wir uns schon über einen anderen geärgert? Wie oft waren wir wütend, weil ein anderer uns etwas getan hat, was uns überhaupt nicht in den Kram passt? Wie oft haben wir schon geglaubt, dass die Welt schlecht ist und wir deshalb diese Dinge erfahren, die wir erfahren? Wo ist der andere? Wo ist die Welt? Sie ist in deinem Geist. Das müssen wir immer wieder erinnern, immer wieder wiederholen, bis es für uns natürlich wird. Natürlich wird, um in die Erfahrung zu gelangen. Meine Gedanken sind jedem Augenblick und jeder Erfahrung voraus. Ich bin nicht wütend auf dich, weil du etwas getan hast, sondern ich bin wütend, weil ich wütend bin. Ich bin nicht ärgerlich auf dich, weil du etwas getan hast oder weil die Welt etwas getan hast, sondern ich bin ärgerlich, weil ich ärgerlich bin. Ich habe nicht Angst vor der Welt oder vor dir, weil irgendetwas Schlimmes zu geschehen scheint, sondern ich habe Angst, weil ich Angst habe. So müssen wir auf diese Dinge schauen und dann können wir endlich die Verantwortung für die Dinge übernehmen. In mir ist die Wut, in mir ist die Angst, in mir sind die Sorgen. Ich habe keine Sorgen, weil irgendeine Energiekrise bevorsteht oder irgendeine Inflation oder ähnliches. Ich habe Zukunftssorgen, weil die Zukunftssorgen in mir sind, als Erinnerung, als abgespeicherte energetische Signatur. Und wenn wir das begreifen, dann können wir uns von all den Dingen, die uns scheinbar belasten, wirklich befreien. Es ist so großartig zu verstehen, dass meine Gedanken, es sind, die jedem Geräusch, jeder Wahrnehmung und allem vorausgeht. Also kann ich meine Gedanken aufgeben. Ich muss sie nicht immer wieder denken. Ich bekomme endlich ein Werkzeug an die Hand, um all dem ein Ende zu machen, um all das wirklich zu beenden. Und woher kommt unsere scheinbare Wut, unsere Zukunftssorgen, unser Ärger, unsere Ideen von Schmerz und all den Dingen, die wir uns auflasten, von einer Idee einer ungeheilten Vergangenheit. Von einer Idee, dass die Vergangenheit existiert. Und solange wir glauben, dass die Vergangenheit existiert, machen wir die Vergangenheit zu einem Ersatz für die friedliche Gegenwart, in der wir uns nach wie vor befinden. Ich bin nicht wirklich wütend auf dich. Ich bin wütend, weil du für mich meinen Vater vertrittst, meine Mutter vertrittst, meinen Freund vertrittst. Das müssen wir verstehen. Kannst du ein Gefühl hierfür bekommen, was gerade formuliert wurde? Wenn ja, dann lass dich von deinem inneren Lehrer lehren, was das bedeutet.
Wir stellen überall Schattenfiguren hin, die wir Mutter und Vater nennen oder Freund oder Beziehungspartner oder Politiker oder was auch immer nennen. Und wir sind nicht wirklich wütend auf die Schattenfiguren, sondern weil sie die Stellvertreter sind auf unsere unerlöste Wut, die scheinbar in der Vergangenheit durch diese seltsame Idee, wir hätten die Wahrheit verlassen und müssen dafür jetzt Buße tun und ähnliche Dinge, immer wieder aufkommen. Weil wir uns schuldig fühlen, irgendetwas getan zu haben, einen Traum, einen Schattenfigurentraum verwirklicht haben, der niemals existiert. Ein Traum ist ein Traum. Ein Traum ist ein Traum. Ein Traum ist ein Traum. Und wir befinden uns hier in einem Schattenfigurenkabinett und haben vergessen, darüber zu lachen. Und solange ich meine Wut oder meinen Ärger oder meine Zukunftssorgen immer noch auf diese Welt projiziere, projiziere ich dieses auf die Wahrheit. Denn jeder trägt den Himmel in sich. Ich kämpfe gegen den Himmel. Und wenn ich gegen den Himmel kämpfe, dann kann ich nicht den Himmel erfahren. Das ist ja offensichtlich. Und dann scheine ich mit weiteren Milliarden von Menschen, Wesen gegen den Himmel zu kämpfen, aber in Wahrheit kämpfe ich alleine. Ich glaube zwar noch, ich hätte ein paar Freunde bei mir, die auch gegen den Frieden, den Himmel, gegen den Himmel, gegen Gott kämpfen, aber ich kämpfe alleine. Ich stehe alleine vor dem Himmel. Geh ruhig in dieses Bild hinein. Ich stehe alleine vor dem Himmel und schreie ihn an. Ich bin wütend auf dich. Und der Himmel ist der Stellvertreter für das Schattenkabinett. Ich bin wütend auf dich. Ich habe Zukunftssorgen. Ich habe Schmerzen. Du hast mich verletzt. Ich bin krank wegen dir. Und wegen dir muss ich jetzt sterben und all diese Dinge. Und so schreie ich den Himmel an, also der Schattenfigurenkabinett ist der Ersatz meines Kampfes gegen den Himmel, gegen das Licht. Jede Schattenfigur ersetzt letztendlich meinen Kampf gegen den Himmel. Und ich stehe ganz alleine da und ich schreie den Himmel an. Ich schreie die Windmühlen an und ich möchte gegen sie kämpfen. Und ich muss einfach nur den Kampf gegenüber meinem Schattenkabinett beenden. Niemand macht mich wütend. Niemand macht mich ärgerlich. Und meine Zukunftssorgen sind nur in mir, so wie alles andere. Und einfach nur deswegen, weil ich immer noch der verrückten Idee nachlaufe, dass die Welt da draußen mit all ihren Schattenfiguren mir Schmerzen zufügen kann. Wie fühlt sich das für dich an, ganz alleine dazustehen und gegen eine Riesenwand der Liebe zu kämpfen? Und es ist gar keine Wand, es ist eine eingebildete Wand, die ich mir als außerhalb von mir vorstelle. Und ich habe alle Waffen, ich habe meine Rüstung an, ich habe mein Schild an und mein Schwert in der Hand und kämpfe in jedem Augenblick gegen diese liebevolle Wand der Wahrheit. Sie darf mir nicht näher kommen. So irrsinnig verhalten wir uns. Und so irrsinnig verhält sich jeder, der glaubt, er ist ein Körper. Der glaubt, er ist ein Mensch. Er glaubt, dass da draußen eine Welt gibt, von der er bedroht wird. Und jede Schattenfigur, die dir heute begegnet, beweist dir entweder, dass du ein getrennter Körper bist
oder dass du Liebe bist, je nachdem, wie du ihn sehen willst. Denn jeder ist der Stellvertreter des Himmels. Jeder, der dir heute begegnet, zeigt dir die Wahrheit der Liebe Gottes auf oder deinen eigenen unerlösten Konflikt, geboren aus einer scheinbar unerlösten Vergangenheit, die niemals existieren kann. Du kämpfst ganz alleine gegen die Wahrheit. Gegen Gott, gegen die Ganzheit, gegen die Vollständigkeit. Und dir wurde in diesem einsamen Kampf, wirklich sehr einsamen und traurigen Kampf, wurde dir der Heilige Geist gegeben, der dich herausführt und dir sagt, hey, lege deine Rüstung ab, lege dein Schild ab, lege dein Schwert ab. Und er flüstert dir ganz sanft und leise zu, geliebte Schwester, geliebter Bruder, horche und lausche. Die Vergangenheit ist vorbei. Sie existiert nicht und sie kann dich nicht berühren. Kehre ein in den friedlichen Augenblick der Liebe. Und du musst nirgends anders mehr hingehen als dort, wo du jetzt bist. Du brauchst nur noch den Kampf beenden, den du gegen dich selbst führst. Nur gegen dich selbst. Du brauchst keinen anderen Ort. Du musst nirgendwo anders hingehen. Brauchst du einen anderen Ort, um den nächsten Atemzug zu holen? Nein, genau dort, wo du jetzt bist, kannst du den nächsten Atemzug holen. Kein einigermaßen normaler Mensch würde auf die Idee kommen, ich muss woanders hin, um den nächsten Atemzug zu holen. Nur derjenige, der noch seine Rüstung anhat, sein Schild und sein Schwert und andere Waffen, ist der Ansicht, er müsste noch irgendwo anders hin, um die Liebe, die Wahrheit, das Licht Gottes zu erfahren. Bleibe genau dort, wo du jetzt bist. Halte inne, nimm den nächsten Atemzug der Liebe. Du musst nichts mehr verändern. Du musst nichts mehr verstehen. Du musst nichts mehr anders haben. Im nächsten Atemzug musst du nirgendwo hin. Und du musst nirgendwo hin, um der Wahrheit zu begegnen. Denn du bist jetzt umhüllt von der Liebe Gottes. Du bist jetzt durchdrungen von der Liebe Gottes. Nichts ist außerhalb von dir, genauso wenig wie der Sauerstoff, den du jetzt atmest. Völlig mühelos steht er dir zur Verfügung. So mühelos wie die Wahrheit.
und diese Liebe Gottes scheint so weit entfernt zu sein, weil du immer noch die Vorstellung hast, dass du es nicht wert bist. Dass du glaubst, du müsstest noch was zu verändern, um noch was verändern, damit es dir besser geht. Weit gefehlt. Halte inne. Werde still. Atme still den Frieden und die Liebe Gottes aus. Atme das Licht ein und aus. Du hast nur vergessen, dass du ein Lichtatmer bist. Du hast nur vergessen, dass du umgeben bist von der Liebe. Du hast nur vergessen, dass du eins bist. Eins bist. Und nicht der kleine Schattenkämpfer. Du bist eins mit etwas unermesslich Großem. Und du brauchst dieses unermessliche Große nicht mehr von dir zu weisen in einem aussichtslosen Kampf. Halte inne. Werde still. Lege die Rüstung nieder. Lege deine Waffen nieder, gib deine Wut auf, gib deinen Ärger auf, gib alles auf, was du dir eingebildet hast zu sein, und erinnere dich. Erinnere dich, die Wahrheit ist in dir, in deinem Geist. Hab keine Angst mehr vor der Wahrheit. Irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt, wirst du sie sowieso erinnern. Vielleicht hier, vielleicht genau jetzt. Die Vergangenheit ist vorbei, sie kann mich nicht berühren. Wenn die Vergangenheit in meinem Geiste nicht vorbei ist, dann muss die wirkliche Welt sich meiner Sicht entziehen. Denn ich schaue in Wirklichkeit nirgendwo hin, sehe nur das, was nicht da ist. Wie kann ich dann die Welt wahrnehmen, die die Vergebung schenkt? Um diese zu verbergen, wurde die Vergangenheit gemacht, denn dies ist die Welt, auf die nur jetzt geschaut werden kann. Sie hat keine Vergangenheit. Was könnte denn vergeben werden als die Vergangenheit? Und wenn sie vergeben ist, ist sie vergangen. Die Welt, die du siehst, hat keine Vergangenheit. Die Vergangenheit ist nur in dir. Und was muss jetzt noch vergeben werden, wenn es nichts zu vergeben gibt? Was muss jetzt noch verändert werden, wenn es nichts zu verändern gibt? Was muss jetzt noch geheilt werden, wenn es nichts zu heilen gibt? Die Vergangenheit ist vorbei, sie kann dich nicht berühren, niemals. Sie ist vorbei, du bist erlöst. In diesem Augenblick, wo du begonnen hast zu träumen, wurde dir schon diese Wahrheit überreicht? Du brauchst nicht noch weitere Äonen von Jahren in einem einsamen Kampf hier herumrennen und der tolle Held oder Heldin spielen mit deinen Geschichten und deinen Gebrechen und deiner Krankheit und deiner Wut und deinen Schmerzen.
Du kannst es einfach aufgeben, indem du heute diese freudige Lektion erlernst, die durch die Wahrheit zu dir gesprochen wird und dir überreicht wird und dir übertragen wird. Halte inne, werde still und erkenne das Einfachste, was es überhaupt zu erkennen gibt. Ich bin kein Körper, ich bin vollständig frei. Ich bin von der Liebe Gottes geborgen und umgeben. Ich kann ruhen, ich kann still werden und leise zu lächeln beginnen, weil ich die Wahrheit erkenne, weil ich im Herzen Gottes ruhe und weil eine stille Kraft mich durchdringt. Vater, lass mich nicht auf eine Vergangenheit schauen, die nicht da ist, denn du hast mir deinen eigenen Ersatz angeboten in einer gegenwärtigen Welt, die die Vergangenheit unberührt und frei von Sünde gelassen hat. Hier ist das Ende der Schuld. Hier werde ich bereit gemacht für deinen letzten Schritt. Soll ich verlangen, dass du noch länger darauf wartest, dass dein Sohn jede Lieblichkeit findet, die du als Ende aller seiner Träume und all seine Schmerzen plantest? Auf was möchtest du noch warten? Das Versprechen Gottes liegt in dir, in deinem Geist. Es gibt nichts mehr zu warten. Die Wahrheit ist dir näher wie der nächste Atemzug und du musst nirgendwo anders hingehen. Du musst keinen weiten Weg mehr gehen, um den nächsten Atemzug zu holen, stimmt's? Lass dich berühren von diesen Worten. Lass dich berühren von deiner Wahrheit und lass dich lehren von deinem inneren Lehrer, den wir hier den Heiligen Geist nennen. Dein hohes, geistiges Selbst, das dir nur eines sagen kann: Geliebte, Geliebter, du bist vollständig frei. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser.